Moin Leute, in SOD Phase 4 gibt es wieder Tier-Tokens für eure Klassen. Diese droppen in MC und Onyxia. Ähnlich wie die klassengruppierten Tokens, die wir in Phase 3 schon gesehen haben, sind auch MC-Tokens gruppiert, jedoch in drei separate Tokens im Gegensatz zu den zwei Token, die wir in Phase 3 hatten. Wichtig noch zu erwähnen, T2-Drops werden wir bei Uni und im geschmolzenen Kern nicht sehen. Das heißt, T2-Helm und die T2-Hosen droppen nicht bei Uni und Ragnaros. Also anders wie im ursprünglichen WoW Classic. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt erst im Spiel verfügbar sein. Aber dafür sind alle Tier-Tokens jetzt bei verschiedenen Bossen erhältlich in MC, darunter auch Onyxia. Das heißt, ihr könnt euch das Tier 1 Set auch bei Onyxia holen, aber dafür können keine Set-Teile mehr droppen beim Trash in MC im Gegensatz zum ursprünglichen WoW Classic. Die Tokens könnt ihr übrigens bei Duke Hydraxis im geschmolzenen Kern gegen ein T1 Set-Teil eintauschen. Der befindet sich normalerweise an der Vorderseite in MC. Mit SOD Phase 4 hat Blizzard klassenabhängige Items ins Spiel gebracht und für Schurken gibt es dieses krasse Shadow Flame Schwert, welches einen richtig coolen Effekt hat, wenn ihr Klingenwirbel aktiviert. Um das geile Schwert herstellen zu können, müsst ihr bei Major Domo dieses Item hier droppen, Shadow Flame Skull, also der vorletzte Boss in MC. Mit dem Item und mit dem Implacable Black Guard könnt ihr euch dann das geile Schwert herstellen, aber um den Implacable Black Guard zu bekommen, braucht ihr erstmal den normalen Black Guard und dafür müsst ihr ein Rezept holen bei der Totenbruderschaft und dafür braucht ihr Ruf ehrfürchtig. Oder ihr holt es für sehr, sehr viel Gold im AH. Um das Schwert herzustellen, benötigt ihr einige Mats, die auch nicht günstig sind. Und zudem könnt ihr das nur in BRD bei dem Amboss herstellen, welches von Lord Incendios bewacht wird. Am besten ihr habt einen Freund des Schmiedes oder ein Gildenmitglied kann euch das Schwert herstellen. Ihr müsst euch dann nur die Mats besorgen. Wenn ihr den Blackguard habt, dann könnt ihr ihn aufwerten auf den Implacable Blackguard. Das Rezept bekommt ihr von der Thorium Bruderschaft. Ihr braucht dafür den Ruf Wohlwollend. Für die Aufwertung braucht ihr 25 Firelands Amber. Die bekommt ihr durch die Dailies in der sengenden Schlucht und zwei Lavakerne. Wenn ihr das Schwert abgegradet habt, dann einfach kombinieren mit dem Shadow Flame Skull, welches ihr in MC bekommen habt. Und ihr habt das fertige Schwert.